Hallo zusammen, es gibt neue Regeln beim Autoimport oder Export. Hier habe ich einen VW Corrado, einen VR6. Der wurde in der Schweiz 1990 zugelassen. Und zu dieser Zeit hatte der eine Klimaanlage drin und R12. Also das aktuelle Kältemittel zu diesem Zeitpunkt. Das Auto war in Betrieb, stand jetzt zwar längere Zeit in der Garage rum und jetzt hat das ein Deutscher gekauft, der es nach Deutschland importieren will. Bis jetzt hat es gereicht, wenn hier kein Kältemittel mehr drin war. Wir haben also das Kältemittel abgesaugt und er ist damit über die Grenze gefahren beim Zoll. Die Bestätigung, dass kein Kältemittel mehr drin ist. Was nachher passiert ist, weiß ich nicht. Aber neu, der Wagen wurde jetzt vom Zollamt, das Kältemittel wurde vom Garagisten abgesaugt. Das ging ans Zollamt und beim Zollamt hat es geheißen, dieses 32-jährige Auto darf nicht mehr importiert werden, weil darin eine Anlage ist, die FCKW enthält. Ist original aus Deutschland gekommen. VW. Die Weisung vom Zoll ist jetzt das, entweder es muss die ganze Anlage ausgebaut werden, also die Klimaanlage aus diesem Fahrzeug ausgebaut werden, oder umgerüstet werden auf ein FCKW-freies Kältemittel. Wir haben jetzt hier, ziehen wir den Kompressor raus, wir wechseln das Öl, weil hier ist noch Mineralöl drin, dann füllen wir ein Esteröl ein und füllen dann hier das Kältemittel R1234XYF ein. Wie sich die Schläuche verhalten, ist so ein Thema, ist nicht ganz sauber mit dem neuen Öl und dem neuen Kältemittel. Eventuell muss man dann irgendwann wieder noch die Dichtungen ersetzen, aber das ist jetzt abgesprochen, dass wir das nicht machen, dass das Auto nach Deutschland verzollt werden kann. Ja, das ist es neu vom Kältemittel. Ich mache euch hier ein anderes Video über Kältemittel. Aktuell das FCKW-Verbot oder ja, die ChemRef-Verordnung, wie die alle heißen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.